Guten Morgen, liebes Internet. Mein heutiger Gast im Gamesmarkt Talk ist Bertram Brossart, der Hauptgeschäftsführer der VBW, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. Herzlich willkommen, Herr Brossart. Grüß Gott. Grüß Gott. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Wir wollen heute über den Kongress Serious Games und interaktive Technologien als Innovationstreiber sprechen, den die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft in Kooperation mit dem Game-Bundesverband der deutschen Games-Branche am 24. September, also morgen im Literaturhaus, ausrichtet. Doch bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich Sie bitten, unseren Zuschauern und Zuhörern einmal kurz die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V., deren Hauptgeschäftsführer Sie sind, vorzustellen. Um wen oder was handelt es sich dabei genau und welche Themen und Aktionsfelder bestellt die VBW? Die VBW ist der Dachverband der Bayerischen Wirtschaft mit 116 Mitgliedsverbänden, 36 Einzelunternehmen. Das reicht von den klassischen Industriebranchen bis hin zu den modernen Dienstleistungen. Wir sind die zentrale Interessensvertretung gegenüber der Politik der Bayerischen Wirtschaft. Wir sind gleichzeitig ein Player in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Unsere Interesse ist es, ein starkes, fortschrittliches Bayern in einem starken Deutschland zu unterstützen. Sie haben erwähnt, dass die VBW die freiwillige, zentrale, branchenübergreifende Interessenvereinigung der Bayerischen Wirtschaft ist. Um das breite Spektrum Ihrer Mitgliedsverbände und Firmen zu verdeutlichen, könnten Sie uns mal schlaglichtartig so ein paar Namen nennen? Na, ich beginne mal mit dem größten Verband, der Verband Bayerischer Metall- und Elektroindustrie, die Bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeber. Dann alle Industriebranchen, Chemie, Papier, was man sich da vorstellen kann. Und um jetzt eher in den uns betreffenden Sektor hineingehen, ist da genauso ein Gamesverband dabei, die Allianz Deutscher Produzenten, Film, Fernsehen, die Lokalradios, der Bundesverband der Dienstleister für Online-Anbieter, der Dialog-Marketing-Verband, der Callcenter-Verband, also die gesamte Breite. Wir haben aber auch die einzelnen Unternehmen wie Sat1, Pro7. Wir haben den Bayerischen Rundfunk bei uns. Also das sind Schwerpunkte, die sich ergeben in der Industrie, Schwerpunkte in den Medien, Schwerpunkte aber auch im bayerischen Tourismus. Die VBW und namentlich Sie, Herr Brossart, haben es in der jüngsten Zeit wiederholt ausgesprochen und angesprochen. Die Digitalisierung der Wirtschaft müsse vorangetrieben werden. Und ich zitiere Sie, nur mit Industrie 4.0 bleibt unser Standort wettbewerbsfähig. Liegt hier auch das oder ein Kernmotiv des Kongresses, der morgen nun stattfindet, Serious Games und interaktive Technologien als Innovationstreiber, den Sie ja zusammen mit dem Game veranstalten? Wir müssen für uns einfach feststellen, dass 0,5% unseres Wachstums bereits auf der Digitalisierung beruht. Wir sehen, dass gerade die bayerische Industrie in ihrer Ausrichtung wie maßgeschneidert ist für die Industrie 4.0. Kundenspezifische Produkte kann man deutlich besser, deutlich preiswerter machen, wenn man digitalisiert ist. Und wir wollen natürlich einen wesentlichen Schwerpunkt auch legen auf den gesamten Bereich Games. Und welche Zielrichtung verfolgt dieser Kongress genau? Und was versprechen Sie sich von diesem Thema Serious Games und interaktive Technologien als Innovationstreiber? Wir wollen zeigen, was es an Digitalisierungsstrategien gibt. Wir wollen zeigen, welche neue Wertschöpfungsketten entstehen können. Wir wollen mit wissenschaftlichen Gutachten einfach aufzeigen, wie die unterschiedlichen Player miteinander besser zusammenarbeiten können. Und insgesamt geht es uns darum, den Medienstandort Bayern zu einem Zentrum der Medienkonvergenz zu entwickeln. Ist bei Erfolg der Veranstaltung eine Fortsetzung denkbar oder vielleicht sogar schon geplant? Wir haben immer einen langen Atem. Das heißt, wenn wir etwas beginnen, entwickeln wir einen nach dem anderen Baustein. Wir richten uns ja, wir wollen sensibilisieren in die Öffentlichkeit. Wir wollen gerade, was das Thema Serious Games betrifft, auch aufzeigen, wie die verschiedenen Querverlinkungen in die Bildung hinein sind, wie die verschiedenen Querverlinkungen in entsprechende Anwendungen in der Industrie sind. Da sind wir erst am Anfang und selbstverständlich wird es eine Fortsetzung geben. Wir wollen auch gemeinschaftlich mit der bayerischen Staatsregierung hier einen Punkt setzen, dass wir auf der Forschungsseite einen Punkt setzen, dass wir auf der Kooperationsseite deutlich mehr tun müssen. Da ist der Kongress einer kleiner Baustein und wir werden es dann natürlich später auch nachlegen. Und da haben Sie mit Game ja auch einen kompetenten Partner gefunden, der ja auch Mitglied ist, wie ich gelernt habe. Ja, wir arbeiten immer für unsere Mitglieder. Das ist ja
in der Natur der Sache einer freiwilligen Wirtschaftsvereinigung. Und wir sind froh und dankbar, auch den entsprechenden Verband bei uns zu haben. Also Herr Brossert, vielen Dank für das Gespräch. Das war es auch schon. Viel Erfolg morgen für den Kongress und für die weitere Arbeit der VBW. Vielen Dank. Danke. Alles Gute.